Genuss am See. Berge, Seen und eine atemberaubende Umgebung. Hier im steirischen Salzkammergut, genauer gesagt am Ödensee, liegen das Genussgasthaus Kohlröserlhütte und die Genusswerkstatt. Die Geschäftsführer Christina und Manfred Meyer haben einen speziellen Platz ausgewählt, an dem sie das Genussreich für ihre Gäste öffnen. Um das natürliche Wohlfühlambiente entsprechend abzurunden, haben sie sich für Terrassenplatten aus dem Travertin Aurora Rustik der Firma Natursteine Deisel entschieden. Warum ihre Wahl genau auf diesen Stein gefallen ist und wieso sich dieser Naturstein für die Gestaltung am besten geeignet hat, schildert uns Frau Christina Meyer im Gespräch. Ja, also wir haben lang gesucht nach einem natürlichen Produkt, nach einem natürlich erscheinenden Produkt, das auch mit uns mitarbeiten kann auf unserer Gastronomie der Rassen. Und wir wollten auch was Helles haben, was, wie gesagt, schon Natürliches und was Belastbares. Und so sind wir irgendwann nach langer Suche zum Travertin gekommen. Ja. Selbstverständlich haben wir den Stein getestet. Bei uns gingen jeden Tag bis zu 1000 Leute über diesen Stein auf unserer Terrasse, auf unserer Seeterrasse. Unsere Mitarbeiter müssen da den ganzen Tag drauf mehr oder weniger stehen bzw. gehen. Es war für uns wichtig, dass das ein Stein ist, den man gut aushält als Mensch. Und haben den auch wirklich getestet. In der Praxis auch so gemacht, dass man mit Kernöl und Steinen ein Creme haben, um eben zu sehen, ob irgendwas abfärbt, ob ein Abrieb entsteht durch Gummisohlen, auch für die Schuhe, ja, einfach auch oft angegriffen, wie er sich überhaupt anfühlt. Und für uns war der eigentlich nie kalt, der Stein, der war immer angenehm, ist auf alle als angenehm empfunden worden, hat sich von Kernöl, Rotwein, runterfallenden Flaschen, ja, nicht wirklich beeindrucken lassen, was dann die Entscheidung für uns sehr leicht gemacht hat als Gastronomiebetrieb. Wenn ich ihn anschaue, wird jeden Tag schöner. Er lebt mit uns, also das heißt nicht, er nutzt ab oder so, sondern er lebt einfach mit. Wenn das Wetter schön ist, strahlt er, wenn das Wetter schier ist, gibt er eine gewisse Art von Wärme ab und lässt uns da nicht im kalten Regen stehen, so auf die Art. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem belastbaren, weichen, angenehmen Material. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass Kunden eigentlich danach fragen, was das für Stein ist oder so, aber das sind wirklich sehr viele sehr begeistert und fragen auch, ob er was aushält, der Stein, wie man den verlegt oder sonst. Die sind sehr interessiert an diesem Material, eben weil es sehr entgegenkommend ist einer angenehmen, gemütlichen Atmosphäre.